Okay, Fabian Ostenberger, das erste Mal offiziell Captain von der Mannschaft. Du dürfen Kübel stemmen. Gelungenen Nachmittag. Ja, es geht nicht um das Kübel stemmen. Es geht darum, dass wir, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht haben. Dass wir vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt haben. Dass wir sehen, dass wir die Vorbereitung gut geschafft haben. Und ja, die zweite Halbzeit war ein bisschen zäh, ein bisschen müde, ein bisschen müssen kämpfen am Schluss. Aber ja, schlussendlich haben wir den Eurocup gewonnen. Und glaube ich, das ist ein gutes Omen, ein gutes Zeichen, dass wir bereit sind nächste Woche. Aber jetzt angesprochen, die zweite Halbzeit war ein bisschen harziger. Ist einfach die erste Halbzeit so zu pressen, dass sie dann Kraft langsam nachgelassen hat? Nein, Kraft hat in dem Sinne nicht nachgelassen, glaube ich. Also schon Kraft hat nachgelassen, nicht wegen dem Pressing. Ich glaube, es ist normal, das erste Mal 90 Minuten in dieser Vorbereitung. Wir müssen beißen. Aber ich glaube, dass die 90 Minuten gut tun für nächste Woche. Und ab nächste Woche geht es los. Dann müssen wir bereit sein, dann müssen wir 90 Minuten arbeiten. Und ich glaube, das war heute ein guter Schritt. Wie fühlt sich so in der Telsi von dieser Mannschaft als Neuzugang? Gerade Captain, viele Junge um sich herum. Wie fühlt ihr euch schon? Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass ich mich gut fühle auf dem Platz, dass ich mich wohl fühle, dass mich der Verein, die Spieler und der ganze Staff gut aufgenommen haben. Ich bin jetzt seit 3 Wochen da und es gefällt mir immer besser. Ich fühle mich immer wohler und ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, genauso wie die Mannschaft.